Ja, herzlich willkommen zu dieser Aufnahme zu den Fragen an Bernd und die Bienen, wobei es um Anfängerwissen geht. Und Bernd wird jetzt bestimmt gelöchert mit 1 Million Fragen von euch und darauf freuen wir uns. Ja, nicht nur um Anfängerwissen, also alles rund um die Bienen. Also in Bienenanatomie bin ich nicht so gut, aber was der Umgang mit Bienen betrifft, da bin ich seit 1980 am Start und kann einiges zu sagen, ja, genau. Okay, ich spreche mal vor und fange an. Ich habe mir heute von Nuoviso das Video angeschaut über das Bienensterben. Also summ mir das Lied vom Tod. So, Ah. da geht es hauptsächlich um die Varroamilbe und auch um die Pestizide, die da versprüht werden. Aber ich weiß von meinem Schwager, der seit mehreren Jahren Imker ist, dass da noch ein paar andere Faktoren dazu zählen. Und ja, das wäre jetzt so meine Frage. Was gibt es abseits dieser bekannten, so Stufen 1, 2, 3, diese Klassifizierung, was die größte Gefahr für die Biene ist, noch für Gefahren, auf die man zu achten hat? Ja, die größte Gefahr für die Bienen ist der Imker. Ja, nee, also es ist so, der Umgang mit Bienen, da sind die Menschen ja sehr unterschiedlich und wie manche mit ihren Bienen umgehen, da gehen einem wirklich die Nackenhaare hoch. Aber neben dieser Milbe und den Pestiziden und allgemein, dass die Blühpflanzen abnehmen, bestes Beispiel ist hier bei uns Wolfegg am Allgäu. Wir haben hier die schönsten, größten Wiesen, aber nach dem Löwenzahn hast du ständig englischen Rasen, weil für das Viehfutter wird alles ständig kurz gemäht. Da blüht dann vielleicht später nochmal ganz kleinstieliger Weißklee. Ansonsten blüht da nichts mehr. Das ist ein ganz großes Thema beim Bienensterben. Und ja, wie alle Lebewesen im Grunde sind die Bienen besonders elektrosensibel. Handymasten, der ganze Elektrosmog, die werden da einfach völlig überfrachtet mit und ja, das setzt den Bienen sehr zu. Das ist halt, wenn man selber Bienen aufstellt, am besten schauen, dass das abgeschirmt ist von der Strahlung. Das mal dazu. Also hätte ich gleich eine Frage, was heißt abgeschirmt? Wie kann man Strahlung abschirmen vom Ja, im Innen? Grunde genommen kann man jetzt zuschauen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, da ist der nächste Handymast oder Umsetzer oder was auch immer, Hochspannungsleitung. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man da noch eine Hecke zwischen hat oder ja, dass man versucht zumindest, wenn man jetzt den Platz nicht so wählen kann, dass man wirklich, wie wir hier zum Beispiel, bei mir am Hausstand sind wir so ein bisschen im Tal. Also wir haben hier auch ganz schlecht Handyempfang, da weiß man, hier ist nicht so viel Strahlung, das ist dann Das ist dann besser. besser. Ganz Ganz vermeiden lässt sich das nicht. Also die Strahlung kommt von allen Seiten. Aber wenn man die Möglichkeit hat, da vielleicht mal reinzuspüren, zu gucken und ja, eben halt durch Hecken, Bäume abschirmen oder eben halt möglicherweise Kristalle drunter legen, eine Blume des Lebens unter den Bienenkasten legen, irgendwelche harmonisierenden Sachen. Möglichkeit ist auch mit Magneten zu arbeiten. Da will ich mich auch noch näher mit befassen. Habe ich noch keine praktische Erfahrung, aber es gibt da schon einige Möglichkeit, da ein bisschen die Last, zumindest ein bisschen zu drosseln. Vielleicht sogar so eine Art Faradayscher Käfig. Ja, es ist ein bisschen schwer zu erzeugen. Klar, man könnte. Interessant finde ich auch noch, ich kenne einige Menschen, die da mit Pyramiden, mit Kupferpyramiden experimentieren. Ich habe ja auch an den Einfluglöchern habe ich Kupferbänder installiert, also aufgeklebt, dass die Bienen darüber gehen müssen. Das hat vielleicht auch noch Potenzial. Das ist nochmal auch jetzt ein gutes Memo an mich selbst, dass ich in die Richtung vielleicht auch nochmal experimentiere und schaue, was man da machen kann, vielleicht. Ja. Stichwort. Also allein, dass man die Bienen in ihrem Zuhause abschirmen kann, dass sie
So, wenn überhaupt nur, wenn sie nach draußen fliegen, dieser Strahlung zwangsläufig ausgesetzt sind, aber wenn sie zu Hause sind, ihren Ruhepol haben. Ja, das ist das, was man vielleicht einigermaßen hinkriegen kann mit ein bisschen Hilfsmitteln und Auswahl des Platzes. Ja, wenn sie rausfliegen, klar, dann sind sie dem ausgesetzt. Und ja, das sind die Dinge, wo wir Menschen im Größeren dran arbeiten dürfen, dass diese Strahlungsquellen ja weniger werden, harmonisiert werden. Ich hätte da eine Frage. Ja. Könnte ich da auch mit Alufolie um das Haus oder an der Seite drumherum gehen? Wir haben tatsächlich auch in der Nähe einen 5G-Masten. Ich habe zwar hier zu Hause für uns, für die Kinder, Schungit und Turmalin-Schörl, also auch Edelsteine, die könnte man da quasi auch mit reinstellen. Ich hätte jetzt auch gelesen, man könnte auch mit Alufolie Strahlung abmildern. Ja, grundsätzlich schirmt Alufolie ab. Damit kann man was machen. Ich weiß nicht, ob es so schick ist, jetzt einen Bienenkasten da mit einzuwickeln, wenn man jetzt Bio-Imker ist und mit Holzkästen arbeitet und die hinterher mit Alufolie einwickelt oder abschirmt. Vielleicht nicht ganz so schick. Alufolie selbst ist ja auch nicht so das Gesündeste. Also ja, ich verwende die da schon lange nicht mehr. Dann lieber die Heilsteine. Quasi. Genau, lieber mit Schungit. Also Schungit habe ich auch am Flugloch bei einem Volk. Und Turmalin-Schörl, oder? Würde, glaube ich, auch gehen. Ich dachte, der wäre auch bei Strahlung. Der ist auch gut, ja. Genau. Danke. Bei Aluminium kann ich dazu sagen, dass wenn man Aluminium für die Bienen verwendet, das heißt im praktischen Nutzen um diesen Bienenkasten drumherum, dass auf jeden Fall, weil er Witterung einsetzt und Regen und mit allem drum und dran und die Abnutzung, dass das aufgefangen wird und separiert wird. Dass das, was dort abfließt und über dieses Aluminium fließt, nicht weiter genutzt wird, weil das dann giftig wäre. Ja, stimmt. Genau. So, das ist halt so ein Punkt. Ansonsten, Aluminium, kann ich sagen, hilft sehr gut gegen die Abschirmung. Muss man mal zusätzliche Maßnahmen treffen, damit dieses Aluminium keinen weiteren Schaden verursacht. Damit, also quasi eine doppelte Wand dazwischen vielleicht oder so. Auf jeden Fall, also so eine Art Dämmung, wobei zu sehr eine Dämmung ist auch nicht gut, weil die Bienen dann überhitzen würden im Winter, weil die ja selber ihre ihren Energiehaushalt selber steuern. So, nur halt, dass du praktisch unter dem Aluminium sowas wie eine Regenrinne hast. So, was du separat auffängst und dann regelmäßig als Sondermüll einsorgen. Das war auch nicht dann. Ja, ich denke, das sollte man eigentlich gar nicht in Betracht ziehen, damit mit Aluminium zu arbeiten. Ne? Da ja, die anderen Sachen bringen da auch was. Das war auf der sicheren Seite. Ja. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Genau. Wenn einer irgendwie keine andere Möglichkeit hat, dann geht das. Wir haben dann noch einen wertvollen Hinweis von Jochen im Chat. Und zwar schlägt er den schwarzen Turmalin vor zum Schutz. Ja, genau. Turmalin wurde ja auch schon angesprochen. Genau. Ist auch sehr gut. Turmalin, Schungit. Ja. Wenn man Bienenvölker auf seinem Grundstück aufsetzen möchte. So, Bienen haben ja im Umkreis von 3 bis 4 Kilometern den Einzug. Und macht es dann Sinn, direkt in der Nähe von diesen Bienenstöcken eine Bienenwiese zu pflanzen, eine Blühwiese, eine Mischwiese? So, macht das Sinn oder eher weiter draußen? Ich denke, ja, die Bienen, die fliegen raus und die haben einen Flugradius von, im Normalfall von 1 Kilometer fliegen die Bienen so im Regelfall. Wenn sie nichts finden, fliegen sie auch weiter. Und ich denke mal, es macht Sinn, im näheren Umfeld was anzupflanzen. Blühsträucher, Blühwiese, egal was. Also, ja. Damit sie nicht so weit fliegen müssen, aber ja, halt auch nicht zu weit weg, damit sie auch nicht zu weit fliegen müssen. Die arbeiten sich ja im Prinzip tot und
Je näher genau, die Blütenquellen sind, desto weniger Arbeit haben die Bienen dann damit. Okay, ist es denn auch so, dass die Bienen, wenn sie weniger Arbeit damit haben, länger leben, die Arbeiterbienen? Weil die leben ja nicht lang. Das ist ja ein Zeitraum von 3 Monaten. Ja, die Sommerbienen, die sind teilweise innerhalb von 4 Wochen sind die am Ende. Da haben die sich totgearbeitet, ja. Das geht da ganz schnell. Und klar, jeden Meter, den sie weniger fliegen. Ja, aber wenn der Weg so lang ist. Ja, das kann sein, dass die sich dann wirklich früher abgearbeitet haben, ja, durchaus, ja. Ja. Okay, das heißt, es würde Sinn machen, also ich rede jetzt nur von mir persönlich, weil ich habe in Aussicht, dass ich 2.900 Quadratmeter Grundstück erwerben kann. Wow. Mit einer 2.000 Quadratmeter Ackerfläche. So, diese Fläche muss natürlich erstmal machbar gemacht werden, also nicht als Acker, als Nutzland, sondern als Permakultur und Blütenwiese, mit allem drum und dran, was dazugehört. Und das ist eine Riesenfläche. Und wenn ich dort die Bienenkasten aufstelle, klar, die summen um mich rum. Aber wenn sie dort genau das finden, was sie brauchen, mit allem, was sie brauchen, warum sollten die noch weiter fliegen? Also könnte ich dort dann eine andere Kultur, also eine intensivere Kultur entwickeln, ohne auf den Ertrag auszuzählen. Sogar mir geht es einzig und allein um das Wohl der Biene. Ja, ja klar. Das nimmt den Abstand. Da ist dein Ton gerade gestört gewesen. Zum Schluss. Ja, bei dir gerade auch. Das Wohl von mir, also der Ertrag ist zweitrangig. Mir geht das Wohl der Biene ganz hoch. Genau. Ja, das sehe ich auch so. Also der Ertrag ist bei mir, also klar, ein paar Tropfen Honig hat man schon ganz gerne mal, aber es ist gut, wenn man wirklich gute Flächen hat, wo wirklich was blüht, die richtigen Pflanzen blühen und dann, wenn genug Feuchtigkeit da ist, dass die nicht immer, man denkt manchmal, es blüht alles. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, hatten wir ja so ein extrem langes Frühjahr. Also wir hatten ja nachher, nach den Eisheiligen noch Schnee gehabt und Frost. Die Bienen sind geflogen, haben Pollen geschleppt wie wild und man denkt, das ist alles schick, alles gut. Und dann habe ich einen Hinweis gekriegt, guck mal nach dem Futter. Und es gab keinen Nektar. Ne? Die haben nur Pollen geschleppt und wären mir fast verhungert. Ich muss da bis in Juni rein füttern. Deshalb ist immer gut, dass der Boden genug Feuchte hat. Und Wetter spielt natürlich auch eine Rolle. Aber in der Regel nehmen die das dann an, wenn man da gute Flächen hat mit schönen Blühpflanzen, nehmen die das an. Und klar, die suchen sich natürlich auch gern Massentrachten. Wenn jetzt da auch einen halben Kilometer hinter deinem Land ein Rapsfeld ist, dann wird wahrscheinlich ein Großteil da reinfliegen. Da kannst du gar nichts machen dann. Ja, aber ansonsten immer machen. Jede Blüte zählt, ja. Was ich jetzt gemerkt habe, ich wohne ja sehr ländlich und ja, keine 500 Meter über mir ist die Hauptstelle von unserem Bienenzuchtverein. Ich bin sehr grüner affin Sinn. Ich durfte da also auch nicht rein. Aber mein Schwager hat auf seinem Grundstück Bienen und oben auf dem Hauptlager und alle anderen rundherum. Und wir hatten die beste Apfelernte seit Jahrzehnten. Ja. So, und auch da ist aufgefallen, sie mussten, so trotz des, was du gerade gesagt hast, nicht nachfüttern. Ja. Weil sie die Apfelbäume hatten. Ja. So, und das ziehe ich irgendwie in Kohärenz. Passt das so oder ist das einfach nur ein Druckschluss? Also wir haben hier auch volle Obstblüte gehabt und trotzdem durch die lange Kälte vermute ich mal, ich bin jetzt kein Pflanzenexperte, aber durch die lange Kälte, die haben zwar geblüht und es gab auch Pollen, aber es floss kein Nektar. Ne? Es war wirklich irgendwie, als ob da der Nektarfluss abgeschirmt war durch diese lange Kälte, dass sich das nicht entwickelt hat. Im Normalfall ist es überhaupt kein Thema, die gehen da rein und versorgen sich normalerweise ab Mitte April spätestens, sollte man nicht mehr nachfüttern brauchen. Da müsste das Wetter und die Pflanzen, das Blütenangebot soweit sein. Aber das letzte Jahr war wirklich außerordentlich einzigartig schlecht hier bei uns in der Region zumindest. In Norddeutschland gab es teilweise zwischen Braunschweig und
Berliner Raum gab es teilweise sehr, sehr gute Ernten und hier Schwäbische Alb, Allgäu, da war nichts, da war gar nichts zu holen, nichts. Ja, ich habe hier schon eine Weile eine Frage im Chat. Ich imkere seit 2 Jahren und würde gern von Voll- auf Flachzagen umstellen. Wie mache ich das am besten? Schreibt die Martha. Ja, am besten. Ich nehme mal an, ja klar, Zagen, da geht es um Magazin. Ist Geschmackssache. Die Bienen gefällt alles. Die kann man überall reinschmeißen. Am besten wäre es, wenn du die Flachzagen aufsetzt auf die Vollzage, eine Flachzage, Mittelwände oder Anfangsstreifen. Und wenn die sich hochgezogen hat, die Königin, dort bestiftet hat, Eier gelegt hat, dann einfach ein Absperrgitter zwischen und in den Vollzagen die Brut auslaufen lassen. Wenn da keine Brut mehr drin ist, einfach dann mit Flachzagen erweitern und die Vollzage wegnehmen. Das ist eigentlich, glaube ich, der schnellste, einfachste Weg. So würde ich das machen. Gut, also ich bin ein Anhänger der Hochwabe, also nicht nur der von Vollzagen, aber auch der Hochwabe mit einem Brutraum. Aber Flachzagen funktioniert natürlich auch. Gibt es auch Argumente für. Das würde ich mal so sagen. Genau. Jetzt schaue ich noch mal ein bisschen in den Chat und ja, nebenbei darf auch hier gleich weiter gefragt werden. Ich hätte eine Frage, wo bekomme ich oder kann ich zum Beispiel von dir ein Volk bekommen, wenn ich jetzt dann dieses Jahr anfangen will zu imkern? Oder 2 Völker oder 3? Ja, Robert, würde ich gerne abgeben, aber ich bin selber noch im Aufbau. Das ist da geplant, dass ich dann auch immer mal, weil ich ja auch gerne Einsteiger in die Imkerei betreue, auch aus der Ferne. Am besten ist natürlich vor Ort einen Imkerpaten zu haben, aber das ist da mein Plan, irgendwann mal so viele Völker immer auch jedes Jahr aufzubauen, dass ich auch welche abgeben kann. Im Moment geht es nicht. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht über eBay Kleinanzeigen. Also da habe ich auch Freundschaft durchgefunden zu anderen Imkern aus der Region. eBay Kleinanzeigen ist da wirklich so ein Portal, wo man relativ gut und ja auch gute Bienen herkriegt. Ja. Darf ich da kurz was anwerfen? Ja. Ich habe auch bei meinem Schwager angefragt mit dem Bienenzuchtverein und dort ist es laut offiziellen Statuten erst möglich, nach maximal 1 Jahr der Einführungszeit so 1, maximal 2 Bienenvölker zu bekommen, damit du da erst eingeführt wirst. Das heißt, es ist nicht einfach so, so ich habe das Geld, ich kaufe mir einen Porsche. So, ja. Obwohl du bisher nur Trabi gefahren bist. Mhm. So, das heißt, die wollen sicher gehen, dass du auch damit umgehen kannst. Ja, ganz genau. Das ist auch natürlich so ein Thema. Also ich muss sagen, ich war 11 Jahre, wusste nicht, was da für eine Traube im Baum hängt. Sind das Wespen, sind das Bienen, was ist das überhaupt? Ich wusste gar nichts. War 11 Jahre alt, kurz vorm 12. Lebensjahr und wusste gar nichts über Bienen. Und dann hat mir ein Arbeitskollege vom Nachbarn, der Imker war, hat mir die in den Kasten eingesperrt und dann hatte ich plötzlich Bienen. Bin da auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Und ja, ein paar Jahre später, wie ich 16 war, hatte ich schon 16 Bienenvölker dann. Und es ist viele Vereine wollen erst wirklich, dass die Leute, es wird ja auch über einen Imkerführerschein diskutiert in Niedersachsen, dass es so einen Imkerführerschein geben soll. Halte ich für absoluten Blödsinn. Es ist schon okay, wenn man sich einen Imkerpaten sucht, dem man mal über die Schulter schauen kann, der vielleicht selber mal guckt, dass man sich damit beschäftigt, ist alles gut und wichtig, aber ich glaube, es ist nicht Bedingung. Es ist eigentlich, wenn man ein paar Bücher liest, vielleicht ein paar YouTube-Videos guckt und vielleicht irgendwo einen Ansprechpartner hat, sei es im Verein, sei es irgendwo ein Nachbarimker oder auch hier über die Telegram-Kanäle, kann man da schon gut anfangen und sich das, ja, Learning by Doing sozusagen, sich das Wissen aneignen. Das ist da auch möglich. Da sollte man nicht vor zurückschrecken, einfach loszulegen.
Ja, dann habe ich hier noch die Frage hier, wie es mit den Baumhöhlen von Torben Schiffer, dem Schiffer-Tree, ist. Ja, ist ja sehr umstritten, der Torben Schiffer in der Imkerschaft. Und wir gehen immer davon aus, dass so ein hohler Baum das Beste ist für die Bienen. Ist sicherlich nicht das Schlechteste. Ist alles schön und gut. Auch die sogenannte Bienenkiste von Mellifera entwickelt oder mit Mellifera zusammen entwickelt, wird da auch immer viel angepriesen. Und meine Meinung dazu ist, so eine Klötzbeuten oder Baumstämme oder auch die Bienenkiste halte ich eher was für fortgeschritten, nicht für Anfänger. Allein aus dem Grund, wenn du dir Bienen anschaffst und du hast ein Magazin zum Beispiel, wo du die Waben rausziehen kannst, du kannst die Vorgänge besser, du kriegst bessere Waben ziehen kannst. Wenn du so eine Wabe in der Hand hast und du siehst, wie die Königin vielleicht ganz ruhig weiter ihre Eier legt, den Hofstaat, die Drohnen, die verschiedenen, da kannst du wirklich was lernen über Bienen, dich verbinden. Man sollte sich natürlich hüten, zu oft in den Bienen drin rumzumorkeln, aber es ist halt wirklich für den Anfang, für die Verbindung zu den Bienen, finde ich es auf jeden Fall sehr gut, wenn man bewegliche Rähmchen hat. Wenn man Magazinteile nicht heben kann oder mag, gibt es da die Goldsbeute oder die Mellifera Einraumbeute, wo man von oben die Waben zieht und keine Aufsätze heben muss. Das ist da auch sehr ökologisch. Aber man bekommt da wirklich mehr Einblick. Und wenn man das alles so durch hat und da gelernt hat, dann kann man sich gern mal einen Korb, eine Klotzbeute oder ein Schiffertree oder eine Bienenkiste hinstellen, wo man dann eben halt mehr oder weniger nur am Flugloch beobachten kann. Ja, oder ja, Bienenkiste kann man natürlich unten auch aufmachen, aber es ist ein bisschen umständlich. Deshalb würde ich sagen, alles schön und gut, aber am Anfang lieber mit irgendetwas anfangen, wo man die beweglichen Waben auch mal ziehen kann und sich besser verbinden kann. Darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Mir geht es um die von Toben Schiffer, diese Baumbeuten, die Schiffertree. Ja. Da muss man ja nicht viel machen. Das sind die einen, die praktisch keinen Honig zum Rausnehmen haben. Und jetzt hat er ja noch eine neue, wo Honig rausgenommen werden kann, ungefähr so 2,5 Liter, wo man dann aber dann erst im nächsten Frühjahr rausnimmt. Was ist zu denen zu sagen? Also ich habe schon mal eine ganze Zeit geimkert, aber eben auch nur einmal Honig entnommen im Frühjahr, aber halt den frischen. Und dann nochmal ausgesät, dass die wirklich nochmal was haben. Und ich musste nichts zufüttern und hatte kleinzellige Bienen. Das heißt, die haben die Veroa selber abgefuttert. Und er sagt, es geht dort noch leichter in diesen baumstammartigen Dingern. Ja, ich sage ja, die Bienen fühlen sich in allem wohl. Die sind da recht flexibel. Man sieht es ja daran, dass sie auch oft in Rollenkästen oder in Mauerspalten brüten, ihre Nester anlegen. Die Bienen ist das da ziemlich egal. Wenn du schon länger imkerst, anderes hast, du weißt Bescheid. Also das ist, ich sage immer so, für den Anfang ist es gut, wenn man mal bewegliche Rähmchen ziehen kann, gar nicht um Honig zu klauen, sondern einfach um die Verbindung zu haben, um zu sehen, wie es im Bienenvolk abgeht, was da so passiert. Gibt es nichts gegen zu sagen, gegen den Schiffertree. Also auf jeden Fall funktioniert das alles. Natürlich gibt es immer noch diese Systemgeschichten, dass man quasi verpflichtet ist, die Bienen gegen die Varroa zu behandeln, selbst wenn man da andere Wege gefunden hat oder findet. Das ist in manchen Konstruktionen nicht immer so einfach. Mit den erlaubten Methoden, muss man dazu sagen. Ja. Gut, wir sind ganz weit außerhalb und ich hatte das hier auch. Zuerst hatten die Imker gemeckert und es geht ja gar nicht und die werden dir alle sterben und bla bla bla. Und dann hatte ich aus einem Stock dann zwei Schwärme, die ich dann zum Imker gebracht habe, also den habe holen lassen. Ich habe sie bloß nass gespritzt, habe gesagt, hier bitte, meine kranken Bienen können zweimal schwärmen. Und dann damit war das Thema erledigt. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist ja eben halt das, durch dieses Schwärmen, dadurch sanieren sich die Bienen ja auch selber, ne, durch die unfreien Zeiten. Und deshalb lasse ich meine Bienen auch, zumindest hier am Heimatstand, lasse ich die munter schwärmen. Und da
mache ich da auch nichts weiter. Also zumindest den Vorschwarm lasse ich abgehen und genau. Und kleine Zellen sind sowieso nicht das Verkehrteste. Ja. Und wie sieht es aus? Kann man mit dem Schifferdreh auch einen Siebenstern dann stellen oder geht das? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Das ist ja, das ist völlig unabhängig von dem Kastenformat, von der Art des Kastens. Kann man mit Körben machen, wenn man den Unterstand baut. Man kann das mit Magazinbeuten, selbst mit Hinterbehandlungskästen, wenn man da den entsprechenden Schutz für baut. Es geht ja nur um die Anordnung da und genau. Gibt es da bestimmte Maße? Kann man die irgendwo herkriegen, wie weit die auseinanderstehen sollen oder wie man den anordnet? Ja, natürlich. Es gibt da Literatur zu. Ich muss mal gerade eben schauen, wo habe ich das hier? Gucken, kann man das so sehen? Das ist der Bienen im Siebenstern, heißt das Buch. Genau. Und das kann man ganz normal im Buchhandel kaufen, oder? Möglicherweise. Oder kriegt man es bei dir zu kaufen? Nee, bei mir nicht. Ich habe jetzt keinen Buchverlag oder Vertrieb. Man kriegt das da eigentlich, müsste man es kriegen, das ist LSH Verlag, Ratingen. Mhm. Ich kann es ja nochmal im Chat hier irgendwie mal reinschreiben, die Daten nachher. Also das wäre super. Dass ich hier nicht zu sehr abgelenkt bin, aber ganz zum Schluss kann ich das ja nochmal, ich habe es mir mal hier hingelegt, kann ich das gerne nochmal reinschreiben. Okay, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, lieber Bernd, da sind schon ein paar Fragen im Chat aufgekommen. Ja, ich lese das gerade. Ich habe mit Bienenkisten angefangen. Mittlerweile bin ich bei der Mellifera Einraumbeute. Die Bienenkisten sind meiner Erfahrung für Anfänger grenzwertig, auch was die Winterbehandlung angeht. Die geht nämlich nicht, weil man alles aufreißen muss. Ja, genau, das ist genau meine Ansicht, dass die Bienenkiste nichts für Anfänger ist. Als Anfänger eine Goldsbeute, die Mellifera Einraumbeute oder halt Magazine, egal von welchem Maß. Es ist einfach besser zu behandhaben. Und ja, genau, diese Klotzbeuten, die Bienenkiste, das, da kann man sich vorsetzen, gucken, das kann man aber bei den anderen auch machen. Man muss ja nicht immer in den Bienen drin rumwühlen. Ich habe da auch ganz viel Zeit, die ich mir nehme, um einfach am Flugloch zu beobachten. Und dadurch erfährt man eigentlich mit ein bisschen Gespür und ein bisschen Geduld im Laufe der Zeit, wie es bei den Bienen aussieht. Und man kann gerne dann sich so manchen Eingriff sparen dadurch, allein durch Fluglochbeobachtung. Da möchte ich gerne einhaken. Und zwar habe ich die Erfahrung bei einem Kollegen von mir gemacht. Der hat auch angefangen mit Bienenzüchtung, mit allem drum und dran. Und hat dann gemeint, ja, seine Bienen würden irgendwie abnormales Verhalten zeigen im Hochsommer. So, und da hat er das ein bisschen beschrieben. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Da habe ich dann in einer Dokumentation gesehen, dass die Bienen, wenn die den Nektar sammeln, den Saft sammeln, durch die Hitze gärt dieser Saft. Und die Bienen werden betrunken. Ja. So, und diese betrunkenen Bienen werden nicht in den Stock reingelassen. Ja. Und die kreisen dann um diesen Stock. Und dort hat er dann vermeintlich gedacht, ja, die werden mit irgendeiner Krankheit befallen und hat die mit irgendeinem Stoff behandelt und dann sind seine Bienenvölker gestorben. Mhm. So, war das ein Irrglaube von ihm oder ist es tatsächlich so, dass die Bienen ja aufgrund des Gärstoffes betrunken werden und dann nicht reingelassen werden in diesen Stock, bis sie wieder nüchtern sind? Habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mitgemacht, aber ich habe das gerade letztens gehört, dass es vorkommen soll, dass die, wenn die aus gärigen Früchten da den Saft holen, dass die durchaus betrunken werden können und nicht reingelassen werden. Ja, das soll so sein. Also, ja, keine eigene Erfahrung mit, aber ja, das soll so sein. Ich habe hier im Chat jetzt noch eine Anmerkung. Fachbegriffe sollte ich erklären, weil es gibt hier Menschen, die noch überhaupt
keine großartigen Erfahrungen mit Bienen haben, das Schwärmen. Genau, Schwärmen, das ist die Vermehrung der Bienenvölker. Also ein Bienenvolk ist ja ein eigenes Wesen, das hat ja ein eigenes Bewusstsein. Man sagt ja auch der Bienen zum Bienenvolk, wobei ich da den Bienenvater und die Bienenmutter mit einschließe. Man ist ja, man lebt ja so in so einer gewissen Symbiose. Aber der Bienen ist ein eigenes Wesen. Und so wie Menschen und Tiere Kinder kriegen, so ist der Schwarm fürs Bienenvolk, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. So vermehren sich die Bienen, so teilt sich das Bienenvolk und es entsteht ein neues oder mehrere neue. Es gibt auch die Nachschwärme dann. Genau, und da ziehen 2/3 des alten Bienenvolkes, ziehen mit der alten Königin aus dem Kasten und sammeln sich im Baum, um dann in der Bienendemokratie einen neuen geeigneten Ort zu finden, wo sie sich dann niederlassen. Und im alten Volk mit den verbliebenen Restbienen, da schlüpfen aus den Schwarmzellen, schlüpfen dann junge Königinnen, die dann das Volk wieder aufbauen. Im besten Falle dann sofort. Es kann auch kommen, wenn die Völker sehr schwarmlustig sind, dass die so lange schwärmen, bis nichts mehr überbleibt, was noch das Volk am Leben erhalten kann. Aber zumindest teilen sich so die Bienen. Genau. Und ja, einfach in Chat schreiben, in irgendwelche Fachbegriffe. Also kann ja mal ein paar Begriffe vorneweg sagen. Die Bienenkästen werden in der Imkerfachsprache Beute genannt. Ja, also ich finde den Ausdruck Bienenkasten schöner als das Wort Beute, aber es kann hier auch mal fallen. Die Rähmchen, da gibt es verschiedene Maße. Hier in Deutschland ist sehr weit verbreitet, dass da jeder sein eigenes Ding hat oder dass es viele Maße gibt. Italien, Frankreich, die haben oft nur das da dann Blattmaß mit den Großwaben und Honigräumen in Flachwaben. Hier gibt es noch das Zandermaß, das Deutsch-Normalmaß. Gerstung, Kunsch hoch, der Goldsbeute, Dadant hoch, in der Mellifera Einbraumbeute. Ja, und das sind, genau, in Deutschland gibt es da ein buntes Sammelsorium an verschiedenen Kastentypen und Rähmchenmaßen. Genau. Ich hätte, bevor das jetzt noch eine andere Frage geht, zum Schwärmen noch zwei Fragen. Du hast gesagt Vorschwarm. Wenn jetzt aber die Königin die alte aussieht, wie gibt es dann einen Vorschwarm? Da ist ja dann keine Königin dabei oder ist da die Königin dabei? Und wie machst du das dann, weil wenn der Schwarm, wie findest du den Schwarm? Weil sonst ist er weg, kann ja auch weg sein. Ja, das heißt, das Volk ist ja dann verloren. Das heißt, du wirst ja vielleicht dann mehrere Bienenvölker wieder neu ansetzen. Wie machst du das, dass du die eben findest oder dass sie nicht zu weit weg sind? Ja, es ist so, der erste Schwarm, da ist die alte Königin, die fängt an, weniger Eier zu legen, damit sie abnimmt. So eine Königin, die legt ja so im Frühjahr, im Mai bis zur Sommersonnenwende, legt die ja rund 2000 Eier am Tag. Das ist das 1,5-fache ihres eigenen Körpergewichts. Und die ist dann auch flugunfähig. Wenn das Volk in Schwarmstimmung gerät, das ist meistens so Anfang Mai, also bis zur Sommersonnenwende, danach gibt es eher nur Hungerschwärme oder Notschwärme, dann speckt die sozusagen ab und setzen die Bienen halt die neuen Königinzellen ran für die neuen Jungkönigin. Und wenn die erste Königinzelle im Kasten verdeckelt ist, dann kommt beim schönen Wetter mittags, schwärmt die alte Königin, wie gesagt, mit bis zu 2/3 des Volkes aus. Und so ein Vorschwarm, die saugen sich dann voll Nektar. Die sind dann wirklich auch schwer. Und deshalb sind die Vorschwärme meistens so, dass sie sich ganz in der Nähe ihrer alten Behausung dann in einen Ast reinsetzen, einen Baum oder eine Hecke oder am Dachbalken irgendwo. Und da kann man dann eben halt die dann in einen neuen Kasten reinschütteln. Wenn die Königin dabei war, klappt das auch meistens sehr gut und dann hat man eben halt wieder ein neues Volk. Natürlich muss man da ein bisschen am Ball bleiben, wenn die nicht abhauen sollen, weil wenn die sich hingesetzt haben und meistens, also 1-2 Stunden sitzen die eigentlich im Regelfall immer. Schneller geht es selten, dass die dann weiterziehen, so eine Schwarmtraube sich wieder auflöst. In der Zeit kann man die dann sich wieder einfangen, muss man natürlich immer gucken in der Schwarmzeit, möglichst am Stand sein.
die Imker, die nicht die Gelegenheit haben, ihre Bienen ständig im Auge zu behalten, die gucken dann auch in die Kästen rein regelmäßig und nehmen bei Schwarmstimmung die alte Königin mit einem Teil der Bienen raus und bilden so dann Ableger, um den eben halt diesen Schwarmprozess zu verhindern. Genau, und die Jungkönigin, die dann schlüpfen, die erste, die dann schlüpft, die geht dann los und versucht, die anderen Jungköniginnen noch in der Zelle abzustechen. Wenn die genug Anhänger, Beschützerinnen hat, dann schlüpfen mehrere Jungköniginnen und dann kommen die sogenannten Nachschwärme. Und die sind natürlich wesentlich kleiner und die Königinnen sind natürlich ganz jung und flugfähig und die setzen sich auch dann schon mal 6-7 Meter hoch in den Baum. Oder es gehen in der Aufregung des Nachschwarms auch mal mehrere Königinnen in einer Schwarmtraube rein. Das wird dann ein bisschen komplizierter. Aber genau so ist das grundsätzlich mal mit dem Schwärmen. Ja, ich hoffe, das reicht dazu jetzt. Ich habe hier noch im Chat, wie ist das mit den Einraumbeuten? Wie werden die erweitert? Die Einraumbeute ist ja im Prinzip von oben zu bearbeiten, die Rahmen zu ziehen, wie beim Magazin. Und jetzt müsste ich, ich habe selber eine Einraumbeute, bin aber gerade am Überlegen. Ich glaube, da passen 28 Dadant-Hochwaben rein. Das ist eine Menge Platz für Bienen. Und im Prinzip hat man die Bienen nicht in dem ganzen Raum. Man hängt ein Trennsheet dazwischen. Also man hat die Bienen da drin. Man schaut, wie viele Waben die besetzen und dann setzt man so ein Trennsheet. Und wenn die dann wieder aufholen, wenn die sich zur Seite erweitern, Trennsheet nach außen, Wabe davor, man erweitert quasi zur Seite innerhalb dieses Kastens in der Einraumbeute. Genau. Und wenn die, wenn es wirklich das Volk so stark ist, dass die ganze Einraumbeute voll ist, dann setzt irgendwann eh der Schwarmprozess ein, das Volk teilt sich und dann kann man die wieder zusammenschieben auf das, was sie wirklich brauchen. Noch eine Frage in Sachen Landschaft, und zwar urbane Gebiete und landwirtschaftliche Gebiete. Stimmt es, dass die landwirtschaftlichen Gebiete der Honig eher mit Pestiziden belastet ist durch die Landwirtschaft als der Honig, der in den urbanen Gebieten gewonnen wird? Ja, mittlerweile ist es wirklich teilweise so. Es gibt natürlich Gegenden mit mehr Biolandwirten und andere mit fast keinen Biolandwirten. Und wir haben es gerade hier bei uns um die Ecke hier am Bodensee, haben wir ja die riesen Apfelplantagen. Und die konventionellen Bauern sind verpflichtet, 30 Mal zu spritzen im Jahr. Sonst nehmen die Genossenschaften denen das Obst nicht ab. Wenn man da mit dem Fahrrad durch diese zur Karikatur zurückgestützten Nutzapfelbaumplantagen fährt, da können 2 Wochen kann da keine Spritze drin gewesen sein. Die haben eine chemische Aura. Also da würde ich meine Bienen niemals hinstellen. Und es ist wirklich, ja, im Prinzip ist es oft, ja, hier im Chat schreibt der Jochen, landwirtschaftliche Gebiete sind in der Regel Wüste für die Bienen. Ja, genau so ist es, ne? Entweder man hat da diese ganzen Monokulturen, die nur kurz was bringen und das ist dann noch belastet alles. In den Städten, die Menschen, die sehen eigentlich zu, dass sie in ihren Gärten kein Gift benutzen. Und ich kenne einige Stadtimker, die haben wirklich, also die lassen auch teilweise ihren Honig analysieren und die schneiden da wirklich gut ab. Im Prinzip ist es ja so, wenn die Bienen wirklich stark kontaminiertes Zeug sammeln, dann kommen sie oftmals gar nicht mehr zu Hause an. Also da gibt es schon Auslese dann, eine traurige, ja. Aber dass im Regelfall der Honig immer noch relativ sauber ist, aber wirklich in den Städten ist teilweise, schneiden die gar nicht so schlecht ab von der Honigqualität, muss man sagen mittlerweile. 3% Schadstoffe dürfen maximal drin sein in dem Honig. Ja. Und danach muss er als Giftmüll entsorgt werden. Ja. Ja. Okay, das stimmt. Okay. So in etwa, ja. Ja, die Bienen, ist hier gerade, die Mira schreibt das gerade. Ich denke mal, die Bienen, die gehen da drauf, die wissen das oft gar nicht erst. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber
man hat es ja wirklich oft, dass wenn jetzt auch gerade im Mais kam das eine Zeit lang oft vor, die Landwirte, die Bienen gehen da auf den Maispollen, fahren die voll drauf ab und die gehen da rein und die Landwirte, die spritzen da rein. Oder beim Raps gibt es auch ganz oft Schäden durch Insektizide und Pestizide. Und die Bienen gehen da drauf und freuen sich über das Blütenangebot und ja, dann erfüllt sich das Schicksal, das Traurige oftmals. Und dann liegen die teilweise tot auf dem Flugbrett oder ja, trauriges Bild, wenn so ein Bienenvolk da an Pestiziden eingeht. Dann nochmal ganz kurz erwähnt für die Menschen, die nachgekommen sind, auf Nuoviso oder Nuoflix ist beides gleiche. Summ mir das Lied vom Tod. Diese Dokumentation geht gerade eine Stunde. Wunderbar. Es gibt auch ganz viele mehr. Also da greift auch das Prinzip, Wissen ist eine Hohlschuld. Einfach mal alternative Dokumentation anschauen. Auch die von Arte sind sehr gut. Kann ich echt nur empfehlen. Da lernt man sehr viel über diese Umfeld, über diese Aura da davon. So, und alles Weitere, so wenn man da in die Materie einsteigen wird, wird man dann auch davon zehren können. Also das ist so meine Erfahrung. Und ich stehe kurz davor, damit allem anzufangen. Und ja, ich fühle mich sehr gut aufgehoben bei euch. Das sehr ist schön. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Bei uns ist leider Faulbrut der Gebiet. Ich glaube, das einzige in Deutschland, das seit Jahren. Da hat man keine Chance, mit Bienen zu starten, oder? Ja, also im Faulbrut-Sperrgebiet ist es natürlich eine ganz besondere Nummer. Ja, also sagen wir mal so, es kommt immer wieder, es gibt immer wieder so Gebiete, wo die Faulbrut, die bösartige Faulbrut oder amerikanische Faulbrut wird sie genannt, das ist eine Krankheit, Sporen, da vergammeln quasi die Bienenlarven in der Zelle. Also die Deckel fallen dann irgendwann ein und wenn man mit Streichholz reingeht, man macht dann die Streichholzprobe, wenn man merkt, die Bienen werden immer schwächer, da passiert nicht viel und dann kommt da schwarzer Schleim raus, da wo normalerweise die Bienenmaden sind. Also ich hatte damit zum Glück noch nie was zu tun, aber es gibt halt Gegenden, wo es immer wieder vorkommt, dass die Faulbrut sich aufmacht. Ein Faktor kann sein, dass die Imker vielleicht auch nicht so immer unbedingt sehr artgerecht mit ihren Bienen umgehen. Sagen wir mal so, wenn man uns unsere vollwertige Nahrung wegnimmt und mit Industriezucker füttert, ist das jetzt auch nicht gesund für uns. Und es gibt natürlich Imker, die pressen den letzten Tropfen Honig aus ihren Völkern raus und hauen dann da Zuckerwasser rein. Funktioniert alles gut, die Bienen können das gut verstoffwechseln, ist auf jeden Fall kein Thema für die Bienen, aber ja, es fehlt halt die Bandbreite, Inhaltsstoffe. Und da fängt es schon an mit dieser intensiven Imkerei, ist ein Grundstein gelegt. Und ja, Faulbrut kommt dann natürlich auch oft in Gegenden vor. Also ich weiß es, ich bin ja ursprünglich aus dem Braunschweiger Land, bevor ich hier zum Bodensee Allgäu runter bin. Und da gab es so einen Honigabfüller, einen großen, und im Umfeld dieses Abfüllwerkes sind auch immer wieder Faulbrutausbrüche gewesen. Das ist natürlich auch ein Faktor, dass es da vielleicht irgendwelche Betriebe gibt, die Honig verarbeiten. Und eins, das ist, glaube ich, hier in der Runde auch noch mal ganz gut anzubringen. Viele denken ja, die tun den Bienen was Gutes, wenn sie ihre Honiggläser da auf den Balkon stellen oder rausstellen, dass die Bienen das ausschlecken können. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal, das ist mir ein großes Anliegen, davor zu warnen, das ist oft nicht bekannt. Selbst wenn man sich jetzt Bio-Honig kauft, der ist nicht immer aus Deutschland von Imkern, die da wirklich drauf achten, dass die Völker gesund sind. Das wird oft mit Honig aus vielen Ländern zusammengemischt. Und es gibt einige Länder, da ist die Faulbrut weitaus verbreiteter. Und dann sind diese Sporen in dem Honig drin und die Menschen denken, die tun den Bienen was Gutes, wenn sie ihre Bio-Honiggläser oder Honiggläser allgemein, konventionellen ist natürlich noch gefährlicher, aber auch beim Bio-Honig kann es auch oft sein, dass der kontaminiert ist mit Faulbrutsporen.
auf keinen Fall Honiggläser zum Auslecken rausstellen, es sei denn, man weiß es vom Nachbarimker, der gesunde Bienen hat oder so, könnte man das zur Not machen, aber am besten immer gar nicht, sondern einfach heiß ausspülen, auch bevor man sie in Altglascontainer schmeißt, weil wenn man die nicht ausspült und die Bienen, die finden das natürlich, wenn gerade nicht viel blüht oder ja, so außerhalb der Blütezeiten, dann gehen die auch in diese Container rein und da kann es auch immer dann zu Faulbrutausbrüchen kommen. Ne? Deshalb bitte immer darauf achten, keinen Honig rausstellen zum Ausschlecken. Also was bedeutet denn jetzt Sperrgebiet genau? Also es dürfen keine Bienen rein und keine Bienen raus oder nur nicht raus? Ja, genau. Im Prinzip dürfen keine raus. Rein, das, man muss natürlich dann auch, wenn so ein Sperrgebiet ist, sich mit dem Veterinär dann kurz schließen. Wir sind ja, wir leben ja hier in Deutschland, wo vieles reglementiert ist, ist oft überreglementiert, hat man so sein Tun mit diesem ganzen Bürokratiekram, aber in der Faulbrut macht es schon Sinn, dass da hingeguckt wird. Und da muss man dann halt immer, wenn man da anfangen will, am besten immer in Kontakt sein mit dem Veterinäramt und sagen, hier, ich möchte Bienen reinholen und immer beobachten. Es ist ja auch nicht gesagt, selbst wenn ein Kilometer weiter weg oder 500 Meter weiter weg einer Faulbrut am Stand hat, es wird ja mittlerweile, dadurch, dass ja auch eine Meldepflicht für Bienen besteht, das kann ich ja auch gleich nochmal ansprechen, wenn man mit Bienen anfängt, wenn man es systemkonform betreibt, dann muss man die Bienen anmelden beim Veterinäramt. Dann kriegt man eine Tierhalternummer, ist bei Hühnern auch so mittlerweile, und wird da bei der Seuchenkasse gemeldet und ja, man ist registriert, man muss auch Veränderungen melden, wie viele Bienen man hat, alles, wenn man das so betreiben will. Ja, und dann sind die Bienen auch im Überblick und dann wissen die Ämter auch, okay, da stehen noch Bienen und dann wird relativ schnell dann gehandelt, wenn bekannt wird, da ist die Faulbrut ausgebrochen. Dann kann man das auch, ja, je nach Befallsschwere kann man das auch relativ gut sanieren oder im Extremfall ordnet halt auch das Veterinäramt die Vernichtung von Bienen- und Wabenmaterial und Kastenmaterial an in Extremfällen. So war es früher sehr oft, heute wird eigentlich schon relativ oft dann saniert über Kunstschwärme und Materialwechsel. Ja. Gibt es denn Möglichkeiten außerhalb des offiziellen Standards zu agieren? Natürlich kannst du dir Bienen hinstellen, wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Und es, ja, im Prinzip, ja, es, natürlich kann man das machen. Ne? Ich möchte es nicht empfehlen, aber es hat jeder die Freiheit, als Mensch zu handeln und sich da aufzustellen. Ja. Alles klar, das rasch mehr, danke. Meine sind gemeldet, ganz ordnungsgemäß. Ja, ist ja sowieso eigentlich Quatsch. Da müsste man ja auch alle anderen Bienen irgendwo melden, die man irgendwo an einem Strauch sieht. Das ist ja eigentlich total überflüssig. Ja, es gibt, sagen wir mal so, es gibt relativ wenig freilebende Schwärme. Also es ist meistens so durch die Varroa, so eine richtig wilde Honigbiene, die da im Wald lebt und da viele Jahre lebt, gibt es selten, sehr selten. Weil meistens sind das Bienen, die vom Imker ausgebrochen sind, die gezüchtet sind. Die haben die Milbe im Gepäck und da ist meistens noch nicht dieser Prozess gelaufen, dass die mit der Milbe klarkommen, überwiegend. Und die leben dann einen Sommer und dann werden sie von der Milbe dahin gerafft und dann hat sich das wieder erledigt, ne? Betrifft das nur die, ja, die Zuchtbiene oder betrifft es auch die schwarze Honigbiene? Also es gibt ja die früher hier einheimische dunkle Biene und die ist ja mittlerweile, was es heute noch an dunklen Bienen gibt, das sind meistens auch gezüchtete, vorwiegend in Skandinavien gibt es noch ziemlich rein erhaltene dunkle Bienen. Das mischt sich alles. Und ich denke auch, die Frage der Bienenrasse ist ja auch immer viel diskutiert. Da gibt es ja die dunkle Biene, die hier ursprünglich heimisch war. Dann ging das in Europa los, dass die Bienen hin und her geschleppt wurden. Dann kam die Karnika, die slowenische Biene, kam dann hier rein. Das war dann auch
im Deutschen Reich die reine Rasse und da wurde dann auch die dunkle Biene vertrieben. Ja. Die Kanika, das ist wirklich wahr. Es gibt noch so ein paar alte Imker, für die reine Rasse so wichtig ist. Da geht es nicht um die Freude an allem. Da wird der Flügelindex gemessen und danach die Biene gekört und bewertet. Also es ist albern. Ne? Und dann kam die Backfastbiene. Ich war damals auch einer mit von den Ersten, die die Backfastbiene sich angeschafft haben. Und da tobte damals noch zum Anfängen der Backfastbienen ein richtiger Rassenkrieg. Da wurden Fluglöcher mit Bauschaum zugeschäumt. Es wurden Brandsätze auf Backfastbienenvölker geworfen und Bienen verbrannt, weil die Verfechter der reinen Rasse Angst um ihre graue Biene hatten, weil da plötzlich die mit den lederbraunen Ecken kamen. Ne? Also da gab es wirklich übelste Szenen. Wie die Hexenverbrennung. Ja, genau. Also man war wirklich ein Aussätziger, es hat sich keiner getraut zu sagen, ich habe die Backfastbiene. Ne? Das ist eine super tolle, umgängliche Biene, starke Völker, gesunde Völker, relativ schwarmträge, das mögen auch viele Imker, damit eben halt keine Schwärme abhauen. Ja, und das war wirklich, hat lange gedauert, bis sich diese Sache entspannt hat, bis dieser Rassenkrieg geendet hat. Und bei manchen steckt der immer noch im Kopf. Und das ist wirklich ein Trauerspiel, ist das. Ne? Also wenn ich mir Bienenvölker anlegen würde, dann wäre es vorteilhafter, die schwarze Biene, weil ich fühle mich irgendwie auch zu denen hingezogen. Das hat irgendwie was. Ja. Vor allem, sie gibt es nicht so oft und vor allem jetzt hier in diesen Regionen. Sie schlicht zwar mehr, wenn man da irgendwie erntet, aber meine Güte. Es ist immer ein schönes Ding, wenn man sagt, okay, das war die ursprünglich heimische Biene. Wenn man sich jetzt dann welche besorgt, die dunkle Biene, und die wieder etablieren will, die hat so ihre Eigenheiten. Ist klar, wenn man jetzt überhaupt nicht auf Ertrag ausgerichtet ist. Und ja, man kann mit jeder Biene arbeiten. Und mittlerweile die dunkle Biene ist auch eine sehr friedliche Biene, mit der man wirklich auch ohne Schutzkleidung arbeiten kann, alles. Echt? Nur, ja, also die Bienen sind allgemein recht friedlich geworden. Also wenn ich bedenke, damals, wie ich 14, 15 Jahre alt war, da in den 80er Jahren, boah, da hatten wir, ich habe vom Vereinsvorsitzenden ein Bienenvolk gekriegt. Der meinte, das sind gute, friedliche Kanika. Wir waren 20 Meter vom Bienenhaus weg, da haben wir schon die ersten Attacken gekriegt, da wurden wir schon überfallen. Man hat sich eingepackt wie ein Marsmensch und die haben trotzdem noch Ritzen gefunden, um unter die Schutzkleidung zu kommen. Ne? Die sind auf Vögel gegangen, da ist ein Vogel am Bienenstand geflogen und 20 Bienen hinterher. Ne? Und ja, genau, und sowas gab es damals. Aber durch diese intensive Zucht und dass die Genetik von diesen gezüchteten Bienen sich jetzt durchgesetzt hat, dadurch sind alle Bienen überwiegend friedlich. Man kann mit denen sehr gut umgehen. Und ich kann im Prinzip bei meinen Bienen ich habe so einen Mischmasch aus verschiedenen Rassen hier. Und ich kann bei allen im Prinzip ohne Schutzkleidung arbeiten. Ne? Und das wäre meine nächste Frage. Wie sieht es aus, wenn man verschiedene Rassen in der Nähe verschiedener Standorte setzt? Das heißt, sagen wir mal, um ein 2000 Quadratmeter Feld, wo die Permakultur wächst, wo auch der Blütengarten wächst für die Bienen. Wenn ich an Ort A in einem Dreieck, Ort A diese Sorte und diese Art und diese Art. Also drei verschiedene Arten, so innerhalb von diesen 2000 Quadratmeter Radiusen. Ist das möglich? Ja, klar. Die werden sich mischen. Die Genetik, die mischt sich einfach. Und der alte Imkermeister Wolfgang Golz, der auch die Golzbeute erfunden hat, der hat mal ein Büchlein, eine Broschüre geschrieben auf dem Weg zu einer neuen Landrasse. Und das nannte sich dann Basiszucht. Und im Prinzip klar, alle Imker profitieren von den Reinzüchtern, die wirklich auch auf Sanftmut, auf Fleiß, auf gute Eigenschaften, gewünschte Eigenschaften achten, profitieren alle Imker letztendlich. Ich denke aber, auf lange Sicht ist es wirklich das Beste, wenn wir diese Basiszucht betreiben und wirklich von den eigenen Bienen vor Ort weiterzüchten. Mit der Genetik, mit dem ganzen Genpool, den man vor Ort hat.
Also ich habe jetzt überwiegend Backfast F1. Ich kriege jetzt auch Ligustica, Italienerkönigin kriege ich jetzt im Mai welche, unbegattete. Das mischt sich dann wieder. Die Nachbarimker haben überwiegend Carnica. Und im Laufe der Zeit, ich vermehre dann Königin von den Völkern, die für mich stimmigsten, besten Eigenschaften haben, die am besten mit der Varroa klarkommen, die das beste Putzverhalten haben, die fleißig sind, die sanft sind, wo ich wirklich ohne Schutzkleidung locker dran arbeiten kann. Und von den besten Völkern vermehre ich halt immer weiter, ne? Und dann wird sich im Laufe der Jahre hier bei mir am Stand eine gewisse regional angepasste Biene wird sich daraus bilden, aus diesem Pool der verschiedenen Bienenrassen, die ich hier integriere und die ich da machen lasse, ne? Das ist auch der Weg halt zu einer Biene, die mit der Varroa klarkommt. Wenn wir da wirklich drauf achten, dass die Völker, die gut klarkommen mit der Varroa, dass man von denen vermehrt halt, wird sich das im Laufe der Zeit durchsetzen. Klar, mit immer wieder Rückschlägen, das ist ein weiter Weg, so eine Zucht, so eine Auslese, aber das kommt dann mit der Zeit zwangsläufig. Aber eins ist klar, wir werden die Varroa-Milbe nie wieder los. Nee, es geht eigentlich nur darum, dass die Völker halt damit klarkommen, dass die so im Schach halten, dass da keine Völker mehr zusammenbrechen. Also ich weiß es von manchen Imkerkollegen, die es ja wieder, da sind teilweise von 20 Völkern nur noch 6 über. Ich hatte im August hatte ich 14 Völker und ich habe jetzt noch 10. Ne? Das ist wirklich immer wieder, ja. Also bei uns in Hessen ist es so, von den ganzen Völkern, auch der Imkerverein, hat eigentlich jeder nur maximal ein einziges Volk verloren. Wow. Das ist eine richtig gute Quote. Also ja, das gut. War sehr erfolgreich. Ja, das ist. Man kann da auch wirklich mechanisch arbeiten mit solchen brachialen Maßnahmen. Aber letztendlich denke ich mal, ist es wirklich dieses Ding der Auslese und schonenden Behandlung. Also die Oxalsäure finde ich da recht gut. Ameisensäure ist auch eine organische Säure, im Biobereich zugelassen. Aber durch die Ameisensäure wird verdampft. Da gibt es halt sehr viel Bienenverlust. Also bei Ameisen. Ich habe nie mit Ameisensäure behandelt, aber ich habe es beim Nachbarimker gesehen. Dem sind regelmäßig Königinnen gestorben bei der Ameisensäurebehandlung. Die Bienen waren verstümmelt, die haben die Brut rausgeschmissen. Und das passiert bei Oxalsäure nicht. Schonende Methode. Also ich überlasse meine Bienen auch nicht dem Schicksal. Ich behandle auch mit Oxalsäure, aber ich schaue mir die Völker an, wie oft, wie viel, auch mit Thymol, mit Thymian-Präparaten arbeite ich da. Aber ja, klar, auf lange Sicht müssen wir halt eine Biene haben, die damit klarkommt, sich arrangiert mit der Varroa-Milbe. Ansonsten freut sich die Pharmaindustrie nur, Bayer und Co., ne? Die freuen sich dann, wenn sie Eritrin verkaufen können. Ja, muss ich mich leider jetzt schon verabschieden. Ich wäre gerne noch länger dran geblieben, aber ich habe noch ein paar andere Meetings. Ja. Und dementsprechend vielen Dank, Bernd. Und vielen Dank an alle anderen. Und ja, ich wünsche euch allen viel Erfolg im Start des Bienendaseins, des Imker-Daseins. Und einen schönen Abend. Ja, dir auch. Schön, dass du dabei warst. Ja. Bis zum nächsten Mal, Kai Thorsten. Bis zum nächsten Mal, ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit, Bernd. Und vielen Dank Sehr gerne. Ja, wir haben noch viel Zeit. Ich habe mal vorsichtshalber hier auf 5 Stunden das Meeting angesetzt. Also es ist noch reichlich Raum für eure Fragen, Anmerkungen oder für allgemeinen Austausch. Einfach alles hier klar. Wort melden. Genau, die Vera hat da die Hand gehoben, ja. Bitte schalt mal dein Mikrofon frei, Vera. Oder war das nur aus Versehen? Jo. Wobei ich da dann gerne eine Zwischenfrage stellen möchte, Bernd. Ja. Und zwar hast du gerade erzählt, wie du da eine natürliche Auslese schaffst bei den Bienenvölkern und hast von verschiedenen Sorten gesprochen, die du da angesiedelt hast. Wenn die sich jetzt vermischen und da eine neue Sorte entsteht, kannst du denen einen neuen Namen geben? Oder entsteht da was ganz Neues? Oder heißen die denn einfach Mischmaschbiene? Ja, also ich sage, das ist die neue Landrasse.
die Landrasse. Also man müsste jetzt, wenn man eine ganz neue Art haben will, dann müsste man wirklich unter kontrollierten Bedingungen die anpaaren auf sogenannten Belegstellen, wo dann im Umkreis von 12 Kilometern, ist das, glaube ich, wenn ich das richtig gerade im Sinn habe, keine anderen Bienen stehen, sondern nur die, und die dann mit den, sich nur mit den Drohnen paaren können. Und dann muss man gucken, dass die Erbstabilität gegeben ist. Es ist ein riesenlanger Weg. Das hat damals der Bruder Adam im Kloster Buckfast in England gemacht. Der hat sich daran gewagt und hat quasi die Buckfast-Biene erschaffen durch Kreuzung von verschiedenen Linien, und dass er es erbfest gemacht hat, die Eigenschaften. Aber das ist eigentlich, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt immer das Natürlichste. Deshalb finde ich die Auslese am eigenen Stand immer am besten, dass man da wirklich eine regional angepasste Biene selber sich erschafft. Ja, danke schön. Danke für die Erklärung. So, wer ist als nächstes dran? Also ich möchte einfach nur mal kurz sagen, ich bin komplett neu und mich interessiert einfach das Thema. Deswegen kann ich noch keine Fragen stellen, weil ich einfach noch nicht weiß, was ich fragen kann. Und ich lasse mich hier einfach mal so Input geben, damit ich ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriege. Von daher kommen von meiner Seite erstmal jetzt weiter keine Fragen. Ja, das ist doch auch schön, ja. Ja, die Bienen, das ist schon wirklich ein sehr umfassendes Thema. Also man kann sich ein Kaninchen anschaffen und eine Katze, einen Hund. Ja gut, muss man natürlich auch ein bisschen was beachten, gerade bei Hunden auch. Aber die Bienen sind wirklich, das ist eine regelrechte Wissenschaft. Und selbst wenn man 30, 40, 50 Jahre Bienen hat, die werden einen immer wieder überraschen. So ein Bienenvolk hat wirklich ein eigenes Wesen, einen eigenen Charakter, einen eigenen Kopf. Auch jedes Volk hat einen anderen Geruch, einen eigenen Volksgeruch. Und die werden einen immer wieder überraschen. Die sind quasi ja so ein bisschen unberechenbar. Und da lernt man niemals aus. Das ist wirklich ein ständiges Lernen, auch für Menschen, die jetzt lange sich mit Bienen beschäftigen. Ja. Also ich habe eine Imkerin kennengelernt, die hat erstmal 4 Jahre lang studiert, hat Bücher gelesen, Videos angeguckt, hat Kurse besucht in verschiedenen Stellen, und dann hat sie sich die ersten Bienen angeschafft. Die Geduld hätte ich nicht gehabt, aber es ist bemerkenswert. Man kann sich da wirklich gut vorbereiten. Ich bin immer so der Mensch, learning by doing, einfach mal machen, könnte ja gut werden, und ja, einfach immer lernen, gucken, viel beobachten, reinspüren, sich verbinden mit der Materie, mit dem Wesen des Bienen, und genau. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was du meinst, was man haben muss, um starten zu können. Also so welches Zubehör? Ja, zum Start auf jeden Fall empfehle ich immer, nicht nur mit einem Bienenvolk anzufangen. Gerade auch wegen der Varroamilbe, oder weil man, es kommt ja relativ oft vor, dass da wirklich auch mal Völker, selbst wenn man meint, alles gemacht zu haben, kommt es immer wieder mal vor, dass Völker eingehen. Deshalb ist es eigentlich immer gut, mit mindestens 2, besser mit 3 Völkern anzufangen. Ja, mehr als 5 würde ich jetzt nicht am Anfang machen, aber 2, 3 Völker ist eigentlich immer ganz gut. Dann hat man, falls eins ausfällt, hat man noch Bienen, wo man wieder von vermehren kann. Und man hat Vergleichsmöglichkeiten. Man kann die Charaktere kennenlernen. Man stellt fest, dass die unterschiedlichen Volksgeruch haben. Ist einfach spannend. Am Anfang natürlich erstmal den Platz dafür haben, dann den Kasten. Das ist auch wieder ein ganz großer Themenbereich. Da wird sich in der Imkerschaft auch drum gezankt, wer den besten Bienenkasten hat, was das beste Rähmchenmaß ist. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich den Einstieg mit beweglichen Waben bevorzuge. Wenn man jetzt in der Lage ist. Bewegliche heißt? Das sind halt so Holzrahmen, die werden da reingehängt. Magazine, genau. Ach, das ist immer so. Nee, das ist nicht immer so. Also die Bienenkiste zum Beispiel, da
da sind so Anfangsstreifen drin, das sind feste Waben, die kann man nicht rausnehmen, da kann man nichts dran machen, die hängen da drin und ja, kann man nicht bewegen. Beim Bienenkorb ist es genauso, die bauen da, Stabilbau nennt sich das, die bauen da ihre Waben auch in den Holz, in den Baumbeuten, also in den Baumklötzen, da Schiffertree, da bauen sie ihre festen Waben, die sind unbeweglich, da sind die drin und man kann die am Flugloch beobachten, kann vielleicht auch mal noch einen Deckel aufmachen oder von unten reingucken, aber ja. Und die alte Imkerei hat jetzt hauptsächlich die Magazinbeuten, Zandermaß, Deutsch Normalmaß, da wird oft mit zwei Bruträumen und einem Honigraum gearbeitet oder mehreren Honigräumen auf den zwei Bruträumen. Das sind die man stapelt. Genau, die man stapelt. Und ich habe mich für das Dadantmaß entschieden. Das ist eine recht große Wabe im Brutraum. Hat den Vorteil, wenn man keine zwei Bruträume bewegen muss. Man quetscht weniger Bienen, wenn man da nicht so viel Kastenteile stapelt. Man kommt leichter ran. Das Brutnest kann sich auf einer großen Wabe schön ausbilden. Wenn man jetzt eins mit zwei Bruträumen hat, dann ist da wieder dieser Bruch zwischen den Rähmchen, zwischen den Holzrähmchen. Und eine Königin legt, wie gesagt, hatte ich glaube ich schon erwähnt, circa 2000 Eier zur besten Zeit. Und ja, nach 21 Tagen ist einmal rum. Deshalb braucht man bei Zander braucht man nicht mehr als 7 Waben, bei Deutsch Normalmaß nicht mehr als 9 Waben und beim Dadantmaß nicht mehr als 5 Waben. Dann hat die Königin genug Platz zum Brüten. Im Dadantkasten, egal ob mit 10er oder mit 12 Waben, hat man dann Freiraum rechts und links. Man kann die dann besser schieben und besser reingucken, leichter bearbeiten. Man arbeitet mit Großwabe, egal ob es jetzt das Dadant ist, was ich habe, oder es gibt ja auch das Zander und Deutsch Normalmaß mittlerweile als Großwabe in 1,5-facher Größe, beim Zaddantmaß. Da braucht man nur einen Brutraum und macht dann flache Honigräume drauf, die man leichter bewegen kann, wo auch der Wärmehaushalt im Volk besser ist. Das ist so die moderne Imkerei, die mit Großwaben arbeitet im Magazin. Ja, kriegt man auch eigentlich Bienen auch relativ sicher jetzt für Dadant, Zadant, Deutsch Normalmaß 1,5. Ja, das ist das, was man dann erstmal braucht. Dann natürlich noch Ersatzrähmchen, wenn man mehr braucht, wenn man aufstockt. Stockmeißel, Bienen, Besen, um mal welche abzufegen, wenn man die Kästen wieder zumacht. Das ist so wenn die man jetzt mit, wenn man mit 3 Völkern startet, sollte man dann sicherheitshalber, was weiß ich, 2 Kästen mehr haben, wenn die schwärmen und dass man die nicht verliert, dass man die irgendwo reinpacken kann? Ja, das ist immer genau, das ist immer das Ding, weil der Normalfall ist, also es ist nicht immer so, zum Beispiel die Backfastbiene oder die Ligustica, die Italienerbiene, die sind relativ schwarmträge, die schwärmen nicht unbedingt. Eine Carnica, eine dunkle Biene oder die mehrheitlich davon genetisch beeinflusst sind, die schwärmen da relativ häufig. Mehr werden es von ganz alleine, die Bienen. Wenn du erstmal welche hast, das werden von alleine immer mehr. Im Prinzip kann man von ausgehen jetzt mal, dass sich die jedes Jahr verdoppeln, dass die einmal einen Vorschwarm abgeben und den Nachschwarm verhindert man dann meistens gerne. Ja, weil sonst werden die Restvölker zu schwach und das wenn die zu viel Nachschwärme bilden, kann es auch passieren, dass das Restvolk zu schwach ist, um noch eine richtige Winterstärke zu kriegen. Genau, aber es ist immer gut, wenn man leere Kästen da hat, bevor die Schwarmzeit anfängt. Sonst rennt man hinterher. Ja, ja ein Smoker, ein Rauchbläser ist immer ganz gut, dass man denen mal so einen Rauchstoß gibt. Also manche Imkern auch ohne Rauch, kann man auch machen. Aber mit so einem Rauchstoß, dann wissen die, okay, Bienenvater, Bienenmutter kommt, dann sind die so in Hab-8-Stellung, könnte ja ein Waldbrand sein und wir müssen den Stock verlassen, dann sind sie umgänglicher, dann sind sie friedlicher, dann kann man da gut dran arbeiten. Deshalb so Rauchbläser auch am Anfang gut. Und klar, wenn man dann Honig ernten möchte, ist irgendwann das Thema Honigschleuder auch noch ein Thema. Deckungsgabel, aber nur um die Bienen zu halten, ist wirklich Kastenrähmchen,
Wachsplatten, also die Mittelwände, die sogenannten, oder für Anfangsstreifen ist da wichtig. Stockmeißel ist das Universalwerkzeug des Imkers. Damit kann man Wachsbrücken entfernen, Rähmchen lösen und ja, alles mitmachen. Ja, das sind so die erstmal wichtigsten Dinge. Dankeschön. Dann kommt natürlich dann, ja, wie gesagt, das Thema Varroa-Behandlung. Jetzt gibt es ein neues europäisches Tierarzneimittelgesetz. Jetzt ist nicht mehr alles so pauschal zugelassen, was vorher war. Und eine Buchführungspflicht gibt es da noch. Also die Bürokratie macht es da immer schwieriger. Früher hat man sich Bienen hingestellt, man hat im staubigen Schuppen Honig geschleudert und da war alles gut, da war alles richtig. Und die Varroa gab es zu meiner Anfangszeit noch nicht, die kam dann erst später. Ja, und dass man allerhand Sachen, was dann halt noch kommt, dass man eben halt sich Oxalsäure besorgt zum Varroa behandeln oder Ameisensäure, wer das mag. Ich bin, wie gesagt, kein Freund von, sondern andere Dinge. Man kann unheimlich viel Geld in die Imkerei reinstecken. Es gibt ganz tolle Gerätschaften, ganz tolle Sachen. Also man kann da wirklich, ja, ganz viel Geld reinstecken. Muss man aber nicht. Ne? Man kann es auch relativ einfach und es muss nicht immer der neue Kasten sein. Man kriegt da zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen, vielleicht auch über bekannte Imker, Befreundete oder über den Imkerverein kriegt man auch oft gebrauchte Kisten. Manchmal auch recht günstig. Ja. Aber so in der Regel sagt man, dass man da ja 10 Bienenvölker, 10.000 Euro Investitionen, ne? Alles in einem. Ja. Gilt so die Regel, die Faustregel. Bernd, ich habe eine Frage. Du hast vorhin die Seele vom Bienenvolk erwähnt. Und da würde mich mal interessieren, hat jede Biene für sich schon eine Seele und dann zusätzlich das ganze Volk nochmal eine Seele? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht jetzt, wie so eine einzelne Biene aufgestellt ist. Das habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Da muss ich den Mut zur Lücke haben. Aber es ist wirklich so, dass das Bienenvolk als Ganzes eine Wesenheit ist, mit einem eigenen Charakter, einem eigenen Duft. Und es gibt so ein übergeordnetes Bewusstsein. Diese Prozesse, die im Bienenvolk ablaufen, das ist sehr spannend. Die haben da, es gibt da auch so ein ganz tolles Buch, das habe ich leider noch nicht, das steht noch auf meiner Wunschliste. Das nennt sich Bienendemokratie von Thomas D. Seeley, ein Amerikaner, der da viel forscht in die Richtung. Das ist bestimmt sehr spannend, um da in die Richtung was zu erfahren. Da werde ich mich auch noch mit beschäftigen, aber im Prinzip, die einzelne Biene weiß ich nicht, aber das Volk an sich hat ein sehr, sehr hohes Bewusstsein und ja, es wird ja auch von manchen gesagt, dass die, wenn man so eine Hierarchie annimmt, noch über Menschen stehen, vom Ganzen her. Kann ich glauben. Ja. Wenn es um Tierkommunikation geht, davon ausgehen, dass man dann mit dem Volk kommuniziert und nicht mit einer einzelnen Biene wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich mache es ja auch so, dass ich wirklich ständig im Dialog bin. Also ich habe die Fähigkeit noch nicht, dass ich mit den Bienen, also dass ich die Bienen vollends verstehe, aber die verstehen mich, das weiß ich. Und ich bin auch, wenn ich vorhabe, mal so einen Kasten aufzumachen, dann gehe ich morgens schon hin, erzähle denen, was anliegt. Ich erzähle denen sowieso, was stattfindet im Garten, wenn irgendwelche Gartenarbeiten anstehen oder wenn ich Gras schneide, dann auch im 7-Stern, dann sage ich das vorher Bescheid. Und ich habe das Gefühl, die verstehen das, die wissen alles und haben da auch eine gewisse Freude dran, dass ich mit denen kommuniziere. Weil wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeit in der Imkerei, da bin ich auch noch dick vermummt mit Handschuhen und Schutzkleidung, wie so ein Marsmensch da rangegangen in den 80er Jahren damals. Und heute kann ich eigentlich immer ohne Schutzkleidung rangehen. Und ja, letztendlich glaube ich, die Bienen spüren auch, wenn man das Bienengift gebrauchen kann, ist ja auch gut in Sachen Rheuma, das Bienengift. Es ist schon nicht verkehrt, also wenn man da jetzt nicht allergisch reagiert, dass man da sich ab und zu mal ein bisschen Bienengift abholt. Selbst wenn man so friedliche Bienen hat wie ich. Es passiert immer mal so. Ne?
Meistens ist es, wenn ich mal irgendwie komisch greife und eine Biene übersehe, dass ich die drücke und die mich dann sticht. Ne? Das ist der häufigste Fall, aber es kann nicht schaden, auch mal sich das Bienengift zu geben. Ja, Mira, genau, mit der Seele der Bienen. Ja, vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie mal was draus machen, eine Sendung, dass wir da noch mal näher drauf eingehen. Wäre vielleicht noch mal eine gute Inspiration. Genau, und die Martina, die Vera hat sich schon verabschiedet, Martina jetzt auch. Ja, ich mache gerne jederzeit wieder sowas wie heute. Können wir gerne wiederholen und genau. Das macht mir eine Riesenfreude. Ich habe noch eine Frage. Du hattest in einem Video, das ich zufällig heute gesehen habe, so einen Klimadeckel gebaut. Da hast du dann gesagt, das glaube ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren, das wäre dann eine lange Sicht, dass du da was sagen kannst, wie das sich entwickelt hat, ob das gut war, nicht gut war. Kannst du da noch mal was dazu sagen, wie sich das für die Bienen ausgewirkt hat? Ich hatte jetzt den Klimadeckel über Winter nicht drin. Also ich bin noch immer in der Forschungsphase. Ich habe da die Futterzargen draufgelassen aus Platzgründen, damit ich die nicht irgendwo hinstaple, aber auch als Isolierung nach oben, als für die Wärmeisolierung. Und der Klimadeckel, diese Klimazarge, die kommt dann jetzt wieder drauf im Frühjahr, wenn ich die Futterzargen runternehme. Ja, also meine Erfahrung war, das Volk, wo ich das bis zum Herbst drauf hatte, die haben sich eigentlich ganz gut entwickelt. Da gab es kein Schwitzwasser, nichts. Und ja, das war so der erste Eindruck, dass es nicht schaden kann. Aber ich kann auch nicht sagen, was es jetzt genau gebracht hat. Also es war auch so ein selbst ausgedachtes Ding aus einer Honigraumzarge, die ich da mit Propolis-Gittern beschraubt habe und einfach Kleintierstreu dazwischen gepackt habe. Ja, das ist eine taugliche, schnelle, sehr einfache Lösung. Ne? Und ich glaube, es kann nicht schaden, so als Dämmung. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr mindestens ein Volk mit dieser Klimazarge überwintern. Ja, die Anita ist gerade rausgegangen. Genau, ja. Ja, genau, die Anita ist raus jetzt. Genau. Ah ja, der Jochen schreibt gerade, er hat auch Klimadeckel. Ja, gerne mal schreiben, was du da für Erfahrungen machst, ja. Also gerade für den Winter muss das eigentlich recht gut sein, denke ich mal. Weil das ist ja doch immer mit den starken Temperaturschwankungen außen, innen, dass da sich Schwitzwasser bildet. Was da oft nicht weiß, wo es hin soll. Ich hatte mal gesehen auch, dass du so eine Plastikabsperrung hattest. Hast du das grundsätzlich bei allen Völkern oder war das jetzt Zufall, dass das bei einem ich gesehen habe? Weil ich denke, genau das wird ja genau Schwitzwasser fördern, weil die Luft ja nicht entweichen kann, sondern sich ja irgendwie kondensiert. Ich hatte, wie ich das eine Volk auseinandergenommen habe, ich hatte die Völker gekauft, da waren solche Kunststofffolien als Abdeckung dabei. Ich habe die oben im Futterraum. Auf die Bienen würde ich sowas nicht legen. Klar, ich habe auch aus Kunststoff diese Propolis-Gitter, wo die dann ihr Propolis reinschmieren, wo ich dann auch das Kittharz, das dann das Propolis ernte. Die habe ich aber geschlossen, würde ich selbst nicht drauf machen. Bei den Mini-Plus-Beuten, bei den Zuchtmagazinen, da habe ich ganz viele geschenkt bekommen. Und die sind halt aus Styropor, obwohl ich ja sonst lieber mit Holz arbeite, auch in Richtung Bio gehe. Aber gut, wenn man so einen größeren Posten, wenn das Budget knapp ist und ein größerer Posten Styroporkisten kommt, nimmt man die auch, ne? Und ja, da bildet sich halt schon Schwitzwasser, ne? Das ist halt ein Problem, gerade in Styroporkisten. Deshalb würde ich da jetzt für die Vollvölker auch immer Holz wählen, wo Styropor warmhaltiger ist. Und ja, mit den Folien arbeite ich nicht. Ich lege da immer einfach nur den Innendeckel drauf. Dann haben die Platz oben drüber noch
oder eben halt das Absperrgitter drauf und dann den Innendeckel. Aber es ist immer gut, wenn die Feuchtigkeit nach oben entweichen kann. Ah ja, die Anis Aufnahmekapazität nähert sich dem Ende. Ja, ich wollte es gerade sagen. Bitte stellt noch eben eure Fragen, weil ich leider gleich zum Abschluss kommen muss, weil mein Zoom nicht länger geht. Ja. Ja, wir haben den Host am Anfang gewechselt und daran liegt das. Und es wäre nett, wenn ihr jetzt noch eure letzten Fragen stellen könntet, bevor wir zum Abschluss kommen. Dankeschön. Ja, also wir können ja theoretisch auch nach dem Abschluss dann gerne noch ein bisschen weiter plaudern hier. Wenn jetzt keine Fragen mehr weiter sind, dann machen wir offiziell hier Schluss und gehen zum gemütlichen Teil über. Ja gut, also da möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Ja, schön, dass ihr die Fragen gestellt habt und nicht ich, fand ich klasse. Und die waren ja auch wirklich, ja, aus allen Richtungen auf dich eingeschossen. Und ich finde es klasse, Bernd, wie du da so spontan und so direkt immer drauf antworten konntest. Ich fand es fantastisch und bedanke mich von ganzem Herzen bei dir. Ja, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ja, es ist halt, wie gesagt, ich bin seit ich 11 bin, mit einer kleineren Unterbrechung vor ein paar Jahren, habe ich immer Bienen gehabt, mich immer mit beschäftigt und yo. Man kann nicht immer alles wissen. Ich habe den Mut zur Lücke. Und ja, ich fand es wirklich sehr, sehr schön heute. Und ich hatte mir vorher so Gedanken gemacht, wie das mit der Disziplin ist, mit der Reihenfolge, dass keiner zu kurz kommt, dass geordnet abläuft. Aber es war wirklich wunderschön angenehm hier mit euch. Manche haben nur zugehört. Das ist ja natürlich auch voll in Ordnung. Und manche haben sich mehr eingebracht. Aber es war doch alles sehr harmonisch und diszipliniert. Das hat mich da sehr gefreut. Und wir können das jederzeit wiederholen, auch zu speziellen Fragen. Vielleicht kann man mal Umfragen dazu machen, um mal zu eruieren, was da so gewünscht ist. Ja, ganz großes Kino heute. Ich danke allen, die hier heute dabei waren, dabei sind. Ja, ist wirklich schön. Macht da ja große Freude. Fand ich auch. Dankeschön.